Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind wieder am Start, Tabellenführer der zweiten Liga, und wollen heute gegen Union Berlin und im zweiten Spiel gegen 1860 München im Idealfall 6 Punkte mitnehmen und dementsprechend unsere Tabellenführung weiterhin verteidigen, beziehungsweise im Idealfall natürlich noch ausbauen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. Für euch ist nur ein kleiner Klick, für mich bedeutet es wirklich viel. Also haut jeder mal rein, zieht doch nicht aus der Verantwortung, sondern macht es einfach. Es ist wirklich relativ einfach und tut auch gar nicht weh. So, Training nicht so erfolgreich. DD, CC, F, Goals, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Normalerweise ist der ja mit den B- und A-Trainingsleistungen ja dabei. Aber gut, sowas kommt halt nun mal vor. Wir haben 2 Vertragsangebote aus Neuseeland und Paraguay. Die nehmen wir natürlich beide ab. Gar keine Frage. Und wir haben Länderspielpause gehabt. Dementsprechend können wir nochmal trainieren. Und natürlich trainieren wir wieder die gleichen Spieler. Also zumindest größtenteils. Bart Finne wird trainiert. Ryan Gold wird trainiert. Christensen wird trainiert. Wen haben wir denn da noch? Tim Diessen wird trainiert. Und ich glaube Pereira, oder? Ja, doch, Pereira müsste es sein. Genau, unser portugiesischer Zehner, ausgeliehen von Manchester United. Sind alle Spieler, die ich ganz gerne nächste Saison hätte. Ob wir das Ganze mit der Finanzspritze machen, weiß ich noch nicht. Ich habe aber sogar schon ein paar Spieler, die ich mir theoretisch, wenn wir aufsteigen sollten, vorstellen könnte bei uns. Wir werden einfach mal schauen. Also bei denen wäre es auch möglich, ohne die Finanzspritze das Ganze zu erreichen. So, diesmal haben wir ein B bei Ryan Gold, genau wie gerade angekündigt quasi. Und jetzt spielen wir gegen Union Berlin. Wir müssen wenig ändern, denn wir haben eigentlich eine relativ gute Aufstellung. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Der Tabellenführer zu Gast in der alten Försterei bei Union Berlin. Die Arminia reiste als Tabellenführer nach Berlin und wollte natürlich diese Tabellenführung verteidigen oder ausbauen. Das Ganze allerdings nicht so einfach auf beiden Seiten. Sehr, sehr gute Torschützen mit von der Partie. Wie die genau aussahen, das erzählen wir gleich nochmal. Zunächst einmal das Stadion ausverkauft. Das gibt's auch nicht halt so häufig. Die Arminia hatte richtig viele Fans mitgebracht. Jetzt kommen wir zu den Torschützen bzw. zur Aufstellung von Union Berlin. Daniel Haas, Christopher Trimmel, der Österreicher Leistner, Pritschorenko und auf der Linksverteidigerposition Schönheim, davor Fürstner und Krelach, davor Korte, Ceulaniu und Nikci, der ehemalige Hannoveraner, Sturmspitze, Sören Brandy, und genau da haben wir das Ding. Wolfgang Hesel auf der anderen Seite im Kasten, davor Dick, Sundberg und Börner zusammen mit Schuppern in der Defensive, Christensen auf der 6, links Gold, vorne Andreas Pereira, Amina Fahne, Bart Finne und Melvin Lorenzen, also keine Überraschung. Lorenzen bisher mit 9 Toren in dieser Saison, Sören Brandy bereits mit 6. Das die beiden Spieler, die heute im Fokus standen. Wie gesagt, ein Duell, ja, nicht auf Augenhöhe, weil Lorenzen halt 3 Tore mehr hat, aber vielleicht kann Brandy ja mit einem Hattrick heute zu, ja, dem englisch-deutschen, ja, U-Nationalspieler aufschließen. Wir springen rein in die erste Chance der Partie, und die gehörte der Arminia aus Bielefeld. Die hatte hier richtig gut angefangen und spielte in der Anfangsphase deutlich dominanter. Das ist Bart Finne, der setzt sich da mal durch und zieht mal ab, aber die Parade, ja, gut gehalten in dieser Situation. Der Schuss nicht stark genug, um den Keeper zu überwinden. Es ging weiter mit der Arminia, und zwar hier über Christensen. Eigentlich kein Außenspieler, macht das da aber trotzdem ganz gut, und dann kommt der Ball auf Melvin Lorenzen, der versucht mit dem schwachen linken Fuß nur ans Außennetz. Es blieb beim 0:0 für Union Berlin. In der Situation muss man sagen, für Union Berlin, weil die machten absolut nichts. Es spielte nur Arminia Bielefeld. Das ist Lorenzen, der macht das da klasse, setzt sich durch und spielt den Pass auf Ryan Gold. Linker Mittelfeldspieler macht das 1:0. 20. Spielminute. Der Schotte auf Leihbasis von Sporting Lissabon, den sie so gerne behalten würden, macht hier den Führungstreffer. Ob das alles passiert, das weiß noch keiner so genau. Aber wenn es passieren sollte, haben die eine richtig, richtig gute, ja, Neuerringung, und das war einfach ein richtig guter Abschluss. Er ist beidfüßig, das beweist er hier, und dementsprechend steht es 1:0. Union versuchte zu antworten, das fiel ihnen aber schwer. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht vors gegnerische Tor gekommen. Dann mal der Ball auf Fürstner, und der spielt weiter auf, genau, Sören Brandy, und der versucht es einfach mal, aber sein Schuss weit am Tor vorbei. Da muss Hesel nicht mal im Ansatz irgendwie eingreifen. Auf der anderen Seite Gefahr nach einem Eckball, Afano, und da ist Soko Sundberg mit dem Kopfball, aber eine wunderbare Parade, und somit bleibt es beim 1:0 für die Arminia, die aber trotzdem das Hälfte in der Hand hatte. Union machte nicht wirklich viel. Es ging in die Halbzeit, die Fans waren zufrieden. Die Fans von Union, die waren alles andere als zufrieden. In ihrer Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt absolut ungefährlich. Da musste in der zweiten Halbzeit was passieren. Ryan Gold machte bis zu diesem Zeitpunkt den Unterschied. Und in der zweiten Halbzeit ging das Ganze relativ langweilig weiter. Das ist man gewohnt von Spielen von Arminia Bielefeld. Da passiert im zweiten Durchgang nicht viel. Aber dieses Mal war es wirklich erschreckend, wie unfassbar unkreativ sie plötzlich geworden waren. Es kam bei, ja, Berlin zunächst einmal Dennis Daube in die Partie. Aber das änderte auch nichts daran, dass die Tore ungefährlich waren. Die hatten auch keine Idee nach vorne, und
und dementsprechend, weil Arminia halt nicht mehr viel machte, entwickelte sich ein sehr langweiliges Spiel. Dann nach 60 Minuten mal ein Konter für die Arminia, der Ball auf Afane und der sitzt da außen ja relativ frei rum, die Flanke aber so unpräzise und genau das war das Problem. Wenn sie nach vorne kam, dann fehlte die letzte Konsequenz und dementsprechend blieb es erstmal beim 1-0. Andreas Pereira genau aus der Partie, genauso wie Arminia Afane, dafür kamen Alexis Arroyo und Tim Diersen. Zwei sehr, sehr junge Spieler für zwei andere sehr, sehr junge Spieler. Das änderte taktisch eigentlich ja, so gut wie nichts. Allerdings veränderte sich dadurch so ein bisschen das Spiel von Union Berlin. Denn jetzt, nachdem Pereira draus war, hatten sie plötzlich nicht mehr so viele in der Defensive, die Arminia. Denn Pereira arbeitete mit nach hinten. Die essen eher nicht so, finde ich, aber mit einem Versuch. Keeper stand zu weit vor dem Tor, allerdings deutlich über den Kasten. Und wie gesagt, Pereira arbeitete immer mehr mit nach hinten als die essen. Und deswegen hatte ja Union plötzlich ein bisschen mehr Platz. Soko Sundberg kriegt den Ball hier nicht geklärt. Der Ball kommt irgendwie auf Bobby Wood. Ui! Uiuiui, der Pfosten rettet für die Arminia. Da hat keiner mehr dran geglaubt, dass Union Berlin überhaupt nochmal ein Torschuss zustande kommen würde. Und dann gleich so gefährlich. Im Endeffekt muss Hesel aber da nicht eingreifen. Und das war die letzte Aktion der Partie. Die Arminia gewinnt in einem sehr, sehr langweiligen Spiel gerade die zweite Halbzeit. Unfassbar ununterhaltsam. Mit 1-0 erledigt also seine Hausaufgaben. Die Union schafft es nicht, irgendwie gefährlich zu werden. Abgesehen von der einen Chance brachten sie über die komplette Spielzeit nichts Gefährliches zustande. Das muss deutlich besser werden bei den Männern aus Berlin. Auf der anderen Seite machte Ryan Gold genau das, wofür hier bei Arminia Bielefeld gebraucht wird. Er macht den Unterschied. Er macht das Tor zum 1-0 und dementsprechend bleibt die Arminia auf Tabellenplatz 1 und gewinnt mit 1-0 auswärts an der alten Försterei. So, also Hausaufgaben gemacht, wie gesagt, aber das war, ja, also ein schönes Spiel war es definitiv nicht. Wenige Chancen auf beiden Seiten so gesehen und das größte Problem war einfach, wir haben nach dem 1-0 in der zweiten Halbzeit extrem abgeschaltet. Liegt natürlich auch daran, dass wir nicht mehr viel machen mussten. Ist ja irgendwo auch logisch, wenn du 1-0 führst gegen den Gegner, der absolut ja nichts nach vorne bringt, dann kannst du davon ausgehen, dass du das Spiel gewinnst. Allerdings ist es halt trotzdem immer noch risikoreich und deswegen sollte das in Zukunft nicht mehr passieren. Wir machen hier natürlich wieder Training, unter anderem mit Ryan Gold und mit Andreas Pereira, unseren beiden Spielern, die auch gerade so ein bisschen was gezeigt haben. Allerdings noch nicht zu viel, das muss jetzt in der nächsten Partie noch besser werden und die ist gegen den TSV 1860 München jetzt auch nicht so einfach, denn gerade im Karrieremodus, in Realität sind die Löwen ja, naja, mittlerweile relativ abgerutscht, aber im Karrieremodus, da sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. Bei denen, die haben sehr, sehr starke Spieler und auf die müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich denke da vor allem an Rubin Okotir, wer kennt ihn nicht, der österreichische Stürmer von TSV 1860 München. Ich bin immer noch ja im Zweifeln, warum er da eingegangen ist und nicht zu einem größeren Verein. Soweit ich weiß, war der ja bei Austria Wien und da war er richtig gut. Und dann geht er in die zweite Liga zu dem strauchelnden Verein, aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden, denn wir sind hier im Karrieremodus und nicht in der Realität. Wir kriegen ein Nationalmannschaftsangebot von Nordirland, ist an sich ganz freundlich. Allerdings interessiert mich das nicht so wirklich, deswegen werde ich das natürlich auch nicht annehmen. Wir machen nochmal so ein bisschen was in der Startaufstellung, allerdings gucken wir da so ein bisschen rum und ändern nicht wirklich was, denn der Bedarf besteht nicht. Es bleibt weiterhin Nöter auf der Bank anstelle von Klos, denn er hat noch nicht gespielt und er soll zumindest seine Chance bekommen und zeigen, dass es besser kann als eben dieser genannte Nöte. Wir spielen jetzt gleich das Topspiel mal wieder gegen den Tabellendritten aus 1860 aus München. Entschuldigung, viel Spaß und bis gleich. 1860 München zu Gast bei Arminia Bielefeld in der Schülke Arena und die war wie immer bei Topspielen ausverkauft. Regnerisches Wetter in Bielefeld. Allerdings waren die Ostwestfalen genau darauf bestens vorbereitet und die Choreografie konnte trotzdem stattfinden. Wunderbar sah das Ganze aus und der Tabellenführer war natürlich gewappnet für den Tabellendritten momentan. Es trennen die beiden ganze 5 Punkte, das heißt mit einem Sieg wäre die TSV 1860 München zumindest schon mal näher dran an der Arminia. Allerdings wollte genau das natürlich verhindert werden von Trainer MGT und dementsprechend stellte er hier genau die gleiche Elf auf wie zuletzt gegen Union Berlin, wo es ja zu einem knappen und dreckigen 1-0 Auswärtssieg gereicht hat. Auf der anderen Seite gab es natürlich neben Bart Finne und Melvin Lorenzen bei ja eben Arminia Bielefeld auch einen sehr gefährlichen Torjäger und zwar Rubino Koti. Wir gucken uns einmal die Elf von Bielefeld an. Hesel, Dick, Sundberg, Börner, Schuppan, Christensen, Afane, Gol, Pereira, Finne, Lorenzen. Das liest sich wunderbar und das liest sich genauso wie letzte Woche. Deswegen muss man da nichts Besonderes erwähnen. Auf der anderen Seite gab es auch keine Änderungen zur Vorwoche. Allerdings die Namen, eventuell momentan ein bisschen weniger Namen. Aber trotzdem auf jeden Fall bisher sehr gut in die Saison gekommen. Deswegen kann man da nicht zu wenig erwarten. Vitus Eichheim, Kasten davor, Gary Kagelmacher, Kai Bülow und Christopher Schindler. Wittek auf der Linksverteidigerposition, Stahl und Liendl auf der 6. Marius Wolf auf rechts, dann links Bandowski, vorne Adlung und eben Rubin Okoti. Auf der anderen Seite Wolfgang Hesel im Kasten, machte sich bereit, die beste Defensive der Liga mal wieder ja, mit zu unterstützen. Mit seinen Paraden bisher ja wirklich eine grandiose Saison der Defensive
von Arminia Bielefeld. Und das trotz dessen, der gute Soko Sundberg so jung und erst so neu war, macht er seine Aufgabe neben, ja, Börner bisher super. Und genau so sollte das heute auch weitergehen. Auf der anderen Seite natürlich, beziehungsweise auf der anderen Seite des Platzes, hatten sie mit Finne und Lorenz natürlich ein wunderbares Sturmduo. Und das war in der Anfangsphase mal absolut überhaupt nicht gefordert, denn das Spiel machte überraschenderweise die TSV 1860 München. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison hatte die Arminia zu Hause jedes Spiel eigentlich dominiert. Hier sah das Ganze anders aus. Marius Wolf setzt sich außen durch nach 15 Minuten, der Ball in den Rückraum gespielt und dann kommt der irgendwie nochmal durch. Das ist ganz, ganz knapp hier, kein Abseits und dann ist er frei vorm Tor und dann macht er das 1:0, der Liendl, der ehemalige Düsseldorfer mit der Führung nach 15 Minuten. Das war schwach verteidigt ausnahmsweise mal. Wie gesagt, das kennt man diese Saison noch gar nicht, aber da war das Stellungsspiel der Arminia einfach zu lächerlich. Hier kann Marius Wolf in die Mitte ziehen und dreht sich dann zweimal um die eigene Achse. Keiner ist mehr bei Linde und der haut den rein. Hesel ohne Chance und es stand 1:0. Es versuchte sofort, ja, die TSV 1860 München weiterzumachen über Wittek. Der versucht immer, der Linksverteidiger Adlung aus der Drehung nicht ganz so stark. Allerdings kommt Hesel da, wäre wohl wahrscheinlich da gewesen. Die Arminia, wie gesagt, sehr, sehr schwach in der Anfangsphase, kam dann irgendwann zurück. A, nur bei Einzelleistung. Denn spielerisch ging da noch nicht so wirklich viel. Das ist Amina Afane. Außen gegen den gerade erwähnten Wittek, tunnelt den, setzt sich da weiter durch. Keine Anspielstation. Dann macht das eben alleine Amina Afane 1:1 in der 39. Minute. Die erste richtige Toraktion für Arminia Bielefeld. Und sofort sind sie effektiv und sind da und machen den Auslässtreffer. Das ist ja eine ganz große Stärke von Arminia Bielefeld in dieser Saison. Die defensive Stabilität und auf der anderen Seite die gnadenlose Effektivität. Amina Afane mit seinem Treffer allerdings, ja, nachdem die TSV 1860 München wenig gemacht hatte nach dem 1:0, kamen sie jetzt wieder aktiver zurück. Das ist Wolf und das ist Adlung, der setzt sich durch, Schuss erstmal abgewehrt, aber kommt nochmal in die Mitte gebracht, dann macht Börner den Fehler auf Okot hier zu köpfen und es steht 2:1, 44. Minute, der Österreicher macht seinen Treffer. Das war ganz, ganz unglücklich von Börner, er kann den Ball nach außen verlängern oder zur Ecke köpfen, aber doch niemals vor den 5-Meter-Raum, wo Okot hier steht und das eisekalt macht. Hesel chancenlos, da kriegt er den Arm nicht mehr rechtzeitig hoch und auch so wäre er wahrscheinlich nicht mehr rangekommen. Perfekt unter die Latte gesetzt und die mitgereisten Fans waren natürlich zufrieden. Die Reise nach Ostwestfalen hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt gelohnt. Der Kopfball, aber darüber muss man wirklich nochmal reden. Auf den Elfmeterpunkt, Hesel chancenlos, Soko Sundberg nicht da und es stand plötzlich 1:2 aus Sicht der Arminia. Lorenzen versuchte dann gleich wieder zurückzukommen, auch mit einer Einzelleistung, wurde allerdings abgegrätscht. Das Ganze noch nicht vorbei, weil kommt nochmal zu Gold, aber dessen Pass dann zu ungenau und dementsprechend ging es in die Halbzeit mit einem 1:2 aus Sicht der Arminia. War nicht ideal, man wollte ja die Tabellenführung verteidigen und im Idealfall nicht den ja quasi Vorsprung auf TSV 1860 München verlieren. Allerdings hatten Okot hier und Lindl bisher genau das Gegenteil bewirkt, denn momentan der Rückstand halt nicht mehr die 5 Punkte, sondern nur noch 2. In der zweiten Halbzeit musste sich ein bisschen was ändern bei der Arminia und das tat es auch, denn sie wurden deutlich stärker und versuchten mehr nach vorne. Allerdings ging weiterhin nur was über Einzelaktionen. 60. Minute haben wir hier mal Schuppern, der setzt sich an sich gut durch auf Außenbahn, nimmt dann nicht den Elfmeter und nimmt auch hier nicht mehr den Ball rechtzeitig mit. Es blieb beim 1:2. Es ging wirklich wenig nach vorne. Und wenn dann, wie gesagt, über Einzelaktionen hier der Ball auf Ryan Gold, der nimmt den Klasse an und geht in Richtung 16er, macht das da auch gut, aber kommt nicht zum Abschluss. Und dementsprechend weiterhin 1:2. Ball erstmal geklärt. Und dann kommt Börner und versucht nochmal nach vorne zu gehen. Macht das an sich auch gut. Der Innenverteidiger wird dann abgedrängt, bleibt aber in der Szene drin und geht hinterher gegen Kai Bülow. Und der ist ganz, ganz schwach. Der kann den Ball nämlich nicht ins Ausschießen verliert den Ball gegen Börner und der macht's alleine. 2:2, 78. Minute. Der Innenverteidiger mit aufgerückt und macht eiskalt das 2:2 in bester Stürmermanier. Das hatten die wenigsten Arminia-Fans erwartet, dass ausgerechnet Julian Börner das 1:2 verschuldet hatte. Hier den Treffer erzielt, bleibt gegen Bülow drin. Der macht das ganz, ganz schwach, ist doch so erfahren und trotzdem nicht erfahren genug, um das Ganze hier besser zu machen. Und dann ist im Idealfall Börner auch noch eiskalt vom Tor, ist er in der Situation und Vitus Eicher chancenlos. Es stand 2:2 und direkt wurde 1860 München unsicher. Hier der Ball, ja, auf Stahl und der verliert den gegen Melvin Lorenzen. Klasse Einsatz vom Top-Torschützen der zweiten Liga. 9 Saisontore hat er bereits, aber er hat einen schwachen linken Fuß und das merkt man in der Situation. Glück für Vitus Eicher, dass er da nicht mit dem rechten abschließen konnte. Trotzdem war die Arminia jetzt mehr auf Sieg. Sie wollten die 3 Punkte und das sah man auch. Bart Finne hier mal bisher unauffällig. Dann dieser Schuss und Vitus Eicher wieder mit einer klasse Parade. Es blieb beim 2:2, aber das ganze Spiel war noch nicht vorbei, denn es kam ja nicht irgendwer Fabian Klos, sondern Christopher Nöte. Der saß erstmals seit Ewigkeiten wieder auf der Bank.
kam zu seinem Einsatz, 86. Minute, und wir gehen in die Nachspielzeit. Tim Diersen verliert das Kopfballduell, aber dann kommt Bülow und dann kommt der Pass und dann kommt er nochmal zurück zu Bülow und nölt der Robert sich den Ball und in der Mitte ist Lorenzen völlig frei und Lorenzen macht das! 3:2 für Arminia Bielefeld, 90. Minute Nachspielzeit, 94. Minute, um genau zu sein, und Lorenzen macht endlich sein 10. Saisontor, hatte die letzten Wochen nicht das Glück, um die Tore zu erzielen. Bart Finne stand im Vordergrund und jetzt kommt er so zurück. Ein wunderbarer Fallrückzieher in der Nachspielzeit, um Arminia Bielefeld den Sieg zu bringen. Aber man muss über Bülow sprechen. Was macht der da? Kann den Ball nicht ins Aus spielen und dann die direkte Flanke von Nöte macht sich direkt bezahlt, die Einwechslung. Der klasse Fallrückzieher von Melvin Lorenzen mit dem schwachen linken Fuß. Im Endeffekt war es also doch egal. Vitus Eicher wieder chancenlos und es war die letzte Aktion der Partie und es war dementsprechend der Siegtreffer. Die Arminia, also die Ostwestfalen, mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten. Sie bauen die Tabellenführung aus. Sie machen sie nicht auf dem gleichen Level mit einem 2:2. Sie verlieren keine Punkte. Nein, sie bauen die Führung aus. Und genau das war das, was Trainer MGT wollte. Und das erreichte er im heutigen Spiel. Die Fans sehr zufrieden und die Münchner müssen eine sehr, sehr bittere Rückfahrt antreten. Sie waren über weite Strecken wirklich gut in der Partie, haben das stark gemacht. Und im Endeffekt sind es zwei individuelle Fehler von Kai Bülow, die den Löwen hier die 3 Punkte oder zumindest den 1 Punkt kosten. Rubin Okot hier, sein Tor hat nicht gereicht. Auf der anderen Seite reichte das von Lorenzen. Bielefeld gewinnt mit 3:2 gegen 1860 München. Jawoll, Lorenzen ist wieder da und wie. Also das Tor war ja mal wirklich, das war ja erste Sahne. Also das hätte ich nicht erwartet, dass er den überhaupt als Fallrückzieher macht. Ich dachte eigentlich, er macht nur ganz normal Kopfball oder Volley. Aber da macht er einen Fallrückzieher. Die Frage ist jetzt, war er das? Aber von mir aus kann er das gerne machen. Von daher bin ich sehr zufrieden damit. Die Leistung allgemein war sehr, sehr gut. Ich bin überrascht, dass wir schon wieder gewonnen haben gegen einen der Favoriten. 60 jetzt abgerutscht auf Tabellenrang 4. Und wir weiter mit 5 Punkten Vorsprung auf dem zweiten. Also besser kann es eigentlich schon gar nicht mehr laufen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Da übrigens Trainingsverletzung. Ryan Gold fällt aus. Allerdings zum Glück nur 7 Tage. Von daher geht das noch einigermaßen. Müller möchte gerne weg. Das wussten wir schon vorher. Also es gibt nicht wirklich was Neues. Wir sind weiter ein Tabellenführer und ich denke, das verdient sich seinen Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zunächst mal kommt der Newcastle-Karrieremodus, aber ihr werdet schon überlegen, dann ist die Arminia wieder dran. Bis dann, haut rein und ciao.